Bislang gibt es insbesondere auch sehr gute Beziehungen auf dem Seewege. Und in Wilhelmshaven, da ist der Jade-Weser-Port und damit der einzige deutsche Tiefwasserhafen. Wir hoffen sehr, dass diese Beziehungen sich in den nächsten Jahren noch einmal wesentlich verstärken werden. Und heute ist in dieser Hinsicht eine wesentliche Ergänzung erfolgt im Kreis. Man kann von China aus auf dem Seewege Wilhelmshaven erreichen und man kann auf dem Schienenwege und auf dem Landwege ebenfalls nach Wilhelmshaven gelangen. Ich setze darauf und freue mich darüber, dass auf diese Weise die wirtschaftlichen Beziehungen noch einmal wesentlich verstärkt werden können.